Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu The Legend of Zelda Wind Waker HD. Wir sind im letzten Part genau vor diesem riesen Teil hier stehen geblieben, ja. Es ist eine Art Turm, der sich, der ist aus dem Wasser hinausgeschossen in die Lüfte, weil wir wohl alle Diamante eingesetzt haben in diese Steinstatuen und ab geht's. Boah, ja, ich könnte nicht vorstellen, wie ich mich jetzt darauf freue. Ist hier noch irgendwas, was ich sehen sollte? Wahrscheinlich nicht und... Ich habe die ganze Epic dadurch zerstört, also nee, ich gehe mal rein. Und schnell! Boah, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ein Dungeon sein wird, weil... Der Turm der Götter, ja. Ich weiß nicht, das sieht einfach zu episch aus. Und boah, auch hier drin. So eine richtig... Ja, so eine alte Ruine, kann man das so nennen? So, ja. Wo geht's denn hin? Okay. Das Wasser sinkt und steigt anscheinend. Oder? Ja, beziehungsweise es ist jetzt nur gestiegen, aber ich gehe mal davon aus, dass es noch sinken wird. Ja, wo soll ich denn hin? Das wäre mal interessant zu wissen. Ich begebe mich mal hier hin. Alter, du darfst absteigen, okay. Ja, das ist ein merkwürdiger Anfang, oder? Ja, okay, hier haben wir wenigstens mal eine Tür. So. Oh, boah, Alter. Die Musik finde ich auch ein bisschen geil und dem sollte ich mich, glaube ich, nicht nähern. Das wird wieder so ein neuer Elektro-Gegner sein, den ich wahrscheinlich wieder mit einem Dungeon-Item nur bekämpfen kann. Vermute ich mal. So, alles nur leere Vermutungen. Oder? Das ist so ein Schleim. Ja, das war intelligent. Ich hoffe mal, entlädt er sich vielleicht? Das ist ja bei manchen Gegnern eventuell so. Mich würde auch mal interessieren, wo hier das Wasser herkommt. Hier im Boden ist noch gar keine Öffnung oder derartiges. Ja, die Kamera ist gerade ein bisschen perfekt. Ah, was haben wir denn da? Ist das so eine sprengbare Mauer? sieht gerade so ein bisschen abstrakt aus. So, ja. Oh ja, Gamepad-Sound wieder an. Da. Ich muss mich mal wieder zurechtfinden. Ja. Ich muss mich mal umgucken. So. Das ist das Erste, was man tun sollte. Da haben wir so eine Art Aushöhlung. Der Seite nichts, okay. Ja. Ich leg die mal hier hin und geh weg. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, tatsächlich. Schnell bitte wieder drauf. Ja, das hat außerordentlich viel gebracht, wie man sieht. Hä, ich höre. Man hört aber. Nee, ich dachte, man hört gerade so ein Blablabla. Ja, aber das war wohl dieser Schleim. So, hier noch irgendwas? Dieser Raum scheint mir gerade so sinnlos zu sein. Ich gehe mal auf die Karte. Ja. Nichts Weltbewegendes gerade so, ne? Hier können wir noch was aufmachen. Ja, geh bitte schnell drauf, bevor das Wasser wieder absinkt. So. Oh. Das nervt gerade schon so ein bisschen. Ach so, hier kommt das Wasser raus, okay. Oh, was mit ihm los? Habe ich den mit der Bombe getroffen oder so? Na gut, das hätte mir wahrscheinlich auch früher einfallen sollen. So, du darfst wieder steigen, Wasser. Alles klar. So. Das ist, sagen wir mal, so eine neue Form von Rätsel. Und hier haben wir endlich mal was. Hier haben wir endlich was. Juhu. Gleich mal erstmal den anderen Rest kaputt machen. So. Denn die Vorfreude ist die schönste Freude. Und die wollen wir ja längst möglich erhalten. Na gut, machen wir einfach auf. Ja, ich weiß nicht, wieso ich das immer nachmache, aber es ist die Karte, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich muss mir das mal ansehen. Anscheinend insgesamt 4 Etagen. Hä? Ach so. Der Standort von unserem Schiff ist angezeichnet. Ich habe mich gerade gefragt, was das ist. Wieso sind jetzt hier so viele und kann ich da auch was aufmachen? Also von diesem Raum scheint es aber nicht in den anderen Raum zu gehen. Glaube ich. Boah, ich guck einfach mal. So, Bötchen. Ist auch interessant, dass man hier das Boot eingebunden hat. Ja, in den Dungeon. Ich meine, man kann zwar auch so schwimmen, aber so geht's ein bisschen schneller. Vor allen Dingen, wenn man das hier macht. So, und absteigen und schnell da hoch. Hat wunderbar geklappt, wie man sieht. So, kannst du uns vielleicht so eine Art Tipp geben oder so? Dein vor dir liegender Weg wird es von dir verlangen, dich den Kräften der Götter zu stellen. Doch manchmal ist es auch an dir, dich dieser Kräfte zu bedienen. Okay, den Satz habe ich nicht ganz verstanden, aber gut, was soll's. Geh hoch. Gott sei Dank.
Puh, ja, aber das übliche Prozedere halt. So. Außerdem mal so ein kleiner Funfact am Rande, der wahrscheinlich gar kein Funfact ist, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst bezeichnen soll. Es ist schon wieder ein Mittwochabend und der letzte Part, den ich aufgenommen habe, der kam heute. Müssen wir hier so eine Stecherattacke machen. Und ja, ich weiß nicht, wieso ich das immer so knapp mache. Oder wir müssen das da drauf tun. So, mit dem Knopf kann man da was ablegen. Alles klar. Ja, und ich weiß nicht, wieso ich immer diese... Boah, ich mach's immer in letzter Sekunde. Also, was heißt in letzter Sekunde? Ich nehme immer... Ja, scheiße. Ich nehme immer erst auf, wenn ich die Parts auch wirklich brauche. Na, komm schon. Na, das bringt ja reichlich viel. Oder doch, es hat sogar geklappt. Aber die Dinger nerven jetzt schon, das kann ich euch sagen. Ey, Moment mal. Ich kann mich an was erinnern, denn in Ocarina of Time, da konnte man solche Elektro-Gegner mit dem Bumerang töten. Vielleicht ist das ja hier genauso. So. Ja, können wir auch Kisten da drauf stellen? Vermutlich, ne? Ne? Doch. Okay. Ich habe es nur ein bisschen zu ungenau gemacht. Ja, so eine Brücke. Oh. Man muss sich beeilen. So. Denke ich mal, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Puh, ja. Und das Ding ist auch, gerade kam so ein Überraschungsstream von Volo und ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Fluch. Wenn einem gerade gutes Entertainment geboten wird, dann drückt. Ja, ich weiß nicht, dann lasse ich mich lieber belustigen, anstatt selber hier was zu machen. So, das klang jetzt wahrscheinlich wieder total falsch. Mann! Das hier habe ich auch noch nicht raus. Ja, komm, mach. Achso, okay. Oh nein! Ich hätte oben bleiben sollen. Jetzt sagt Bruno, ich schaff's wieder nur auf den nächsten Zug. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte. Nein, nein! Och Mann, ich wollte gerade die Kamera ändern. Gut, dann warten wir eben nochmal. Das Ding ist ja mit meiner Eile, die ich hier immer... Ja... Die eine, die ich halt immer habe. Dadurch bewirke ich eigentlich nur, dass wir immer noch länger warten müssen. So, jetzt kann ich die Wartezeit eigentlich für was nutzen. Nicht mal, um zu gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ah, ich dachte gerade schon, ich hätte 18 Minuten gelesen. Nee, 8 Minuten insgesamt. So, was haben wir hier jetzt? Wieso leuchtet das jetzt? Ich soll darüber vermutlich. Aber ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Dieser Tempel hier oder... Wie ist das? Der Tempel der Götter ist ein bisschen strange, aber... Ja, auf der anderen Seite auch irgendwie logisch. Wenn uns die Götter hier herausfordern wollen, dann sollen die ihre Herausforderungen bekommen. Beziehungsweise dann werden wir die natürlich auch erfüllen. Die Frage ist, was mache ich damit? Ich kann das durch die Tür mitnehmen, ist klar. Sonst kann Link nie, also wirklich nie, irgendwas mitnehmen. Aber hier? Klar doch. So, das passt ganz klar da rein. Und jetzt öffnet sich wieder was. Okay. Ich glaube, ich habe den Dungeon bis jetzt noch gar nicht mal so schlecht angefangen. In meiner Ahnungslosigkeit. So, runter. Allerdings sehe ich hier, glaube ich, noch andere Bereiche, die ich besuchen kann, bevor ich da durchgehe. Oder? Mal sehen. Also, einmal. Ich glaube, hier durch dieses Ding wird sich ein Weg öffnen. Dazu müssen wir aber erst das Wasser ausschalten. So. Dann haben wir hier sprengbare Wände, wie man sieht. Und hier sollte auch ein Weg hinter sein. Zack. Ja. Da wahrscheinlich nicht. Oder doch? Ah, jetzt kann ich mich gerade nicht bewegen, oder? Keine Ahnung. Passt das? Jo. Boah. Ja, okay. Darauf sollte ich achten. Ich habe das gerade am Anfang noch gar nicht so bemerkt, denn ja. Vielleicht haben wir es bemerkt, ich bin neu in dem Dungeon. Und da weiß man sowas natürlich im Vorhinein noch nicht. Aber, ja, das mit den Bomben hat schon was, finde ich. So, oh, hier haben wir einen Gegner. Nein, und ich schwimme genau in ihn rein. Oh, oh, jetzt sehe ich hier erstmal, was das hier alles ist. So, hier ist was für Fackeln. Falls wir irgendwas Brennbares finden, sollten wir uns das merken. Anscheinend wird hier auch... Oh, da ist was Brennbares. Viel mit Bomben gearbeitet, ne? Ja. Ah, und hier haben wir ja auch schon was.
was wir anfackeln können. Juhu, vielleicht sollte man warten, bis das Wasser sinkt. Denn naja, ich habe so gehört, Feuer brennt nicht so gut im Wasser. Ich weiß, das sind jetzt wahrscheinlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihr noch gar nicht kennengelernt habt. Aber ja, ich bin halt der Wissenschaft meistens schon ein Schrittchen voraus. So, jetzt sag bloß... Ah, okay. Ich dachte für einen Moment, die Tür öffnet sich. Kann aber eigentlich gar nicht sein, weil da ja ein Schloss vor ist und keine Entriegelung oder whatever. So. Ui, hier gehen wir mal rauf. Und das ist eine kleine Truhe mit einem Glücksamulett. Okay. Alles klar. Alles klar. Okay. Die Dinger brauche ich anscheinend noch nicht. Ein Auge. Und ich denke, damit weiß ich nun auch, welches Item wir in dem Dungeon bekommen werden. Ich vermute mal den Bogen. Ja. Und was ist das für einer? Wahrscheinlich einer, den ich nicht zu nahe treten sollte. Boah. Man sieht ihn aber auch in seiner Feuerschwade nicht so gut, ne? So, Totenköpfe. So, sozial wie wir sind, zerdeppern wir auch die letzten Reste von unseren Vorfahren. jetzt kannst du hier aber... Ne, hier gibt's noch nicht das Dungeon-Item. Wenn das mit dem Kistendesign stimmt. Es ist der Kompass, okay. Vielleicht sollten wir uns den Raum hier so merken. Wegen dem Auge. Auch wenn ich hier auf der Karte nicht wirklich was erkenne. Ja, okay. Ja, scheint nicht zu sein. Wahrscheinlich bin ich auf dem oberen Bildschirm die ganze Zeit wie rumgelaufen. Das Ding ist, ich bemerke das nie. Aber wieso ist hier so eine Einkerbung? Hier muss es doch irgendwas geben. Komm, enttäusch mich nicht. Oder kann ich hier in dem Spiel das eventuell auch darüber? Man weiß ja nie. Mal alle Möglichkeiten ausprobieren. Nee, das wird nicht funzen. Nee. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was dieses Gelbe auf der Karte ist. Ist es eine Truhe? Doch, das müsste eigentlich eine Truhe sein. Oh, ja, sowas sollte man eigentlich wissen. So. Aber mit euch? Ihr kommt mir so verdächtig vor. Was macht ihr hier? Anscheinend nichts, ne? Ich guck noch mal kurz, ob ich mit meinem Greifhaken was erreichen kann. Denn in letzter Zeit haben wir ja bemerkt, ja, ich habe sowas in letzter Zeit ein bisschen übersehen. So. Ne. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal hier raus. Yay. Und in dem Raum kommen wir noch nicht rein. Okay. Ja. Da ist mein Schiff. Gehen wir den Weg lang, den wir vorhin freigeschaltet haben. Boah, aber ich muss schon wieder sagen, ich fange wieder an, den Dungeon zu mögen. Ja. Ich weiß nicht, dieses Design gefällt mir. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie im alten Rom, diese Waschhäuschen, oder wie heißen die? Oh, ja. Vielleicht sollte ich das wissen. Ja, keine Ahnung, wie die heißen. Ja, irgendwie im erfährtesten Sinne. Fallen mir da Ähnlichkeiten auf. Ja. Und hier, das sollte eigentlich auch wieder ganz simpel sein. Zack. Und zack. Genau draufstellen. Nein, das wollte ich nicht. Aber schön zu wissen, dass man die auch mit sich selbst aktivieren kann. Was? Ach so, ich dachte, ich müsste da dauerhaft was draufstellen. Okay. So, ja, wir müssen vermutlich wieder was mit dem Feuer machen. Und, ja, da sehe ich auch schon was. Jetzt sagt mir nicht, ich soll da rüberspringen. Oh Gott. Das wird doch böse ins Auge gehen, wollte ich sagen. Oh, Alter. Vielleicht erstmal unten auf das hier gehen? Geht das? Ja, es geht. Ja, gut, dann spart man sich dieses komische Jump'n'Run, den komischen Jump'n'Run-Teil. Wenn das dann überhaupt so gedacht war. Oh. Ich habe mich so ein bisschen geirrt gerade. Scheiße. Wie genau komme ich denn von hier nach darüber? Einfach so, oder was? Ja, doch, das geht. Okay, dann. Oh, ich wollte gerade sagen, schnell zurück, bevor das Wasser wieder absinkt. Oh, hat super funktioniert. So. Man soll die ja nicht verschwenden. So. Oder hier drauf am besten. Dazu ist es wahrscheinlich auch da. Egal.
So, das ist mir in dem Fall mal egal. Wir haben schon auf der Seite alles verschwendet. Das ist super. Schön zu wissen, dass man so viele Möglichkeiten hier hat. So. Nee, ich gehe jetzt noch nicht dahin. Aber die Flamme von mir geht ja auch irgendwann aus, ne? Ich sollte erstmal hier stehen bleiben. Puh, okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich verstehe dieses System von den Kisten nicht ganz. Oder kann ich da auch drauf, wenn das Wasser abgesunken ist? Hm. Nein, bei dem hier fehle ich. Muss ich etwa erst zu dem hier rüber? Kann ich mir gerade so gar nicht vorstellen. Schnell wieder zurück, bitte. Okay, Gott sei Dank. So. Ich habe so das Gefühl, ich werde das jetzt schaffen. Aber ich, irgendwie denke ich auch, ja, du denkst jetzt, du wirst es schaffen. Und indem du das denkst, schaffst du es wieder nicht. Ja. So viel zu meiner Logik. So. Ich denke, zack, zack, zack. Ich glaube, das funktioniert. Oh nein. Das ist doch zum Kotzen. Hm. Wir haben keine Dinger mehr. Oder die sind hier unten. Besser gesagt. Ist das so richtig, wie ich das mache? Bis gerade hatte ich noch den Eindruck, ja, den Dungeon, den machst du eigentlich gerade ganz gut. Geht das auch, indem ich einmal neu in den Raum gehe? Jetzt sag bloß, der ist wieder zu. Bitte nicht. Okay, der ist auf. Gut. Ist hier wieder was? Ja, Gott sei Dank. Okay. Auf geht's. Jedenfalls gleich. Ich überlege gerade. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist doch merkwürdig. Oder? Findet ihr nicht? So, und? Hua! 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 Oh! Ich weiß es nicht. Kann ich da auch erstmal so rüber? Nein. Boah, gibt's da irgendeinen Trick oder so? Ich kann die verschieben, ich Trottel. Nein. Schön, dass ich das so früh bemerke. Ja, geil. Wie ich sowas liebe. So. So dürfte es eigentlich sogar schon reichen. Aber in dem Zug werde ich es wohl kaum schaffen. Probieren kann ich es ja trotzdem mal. Zack. Ja, vielleicht sollte man vorher das anzünden. Ist aber egal. Ich hab's gefailt. So, zur Sicherheit nochmal den darüber. Und. Zack. Aber so dürfte das eigentlich funzen. So, auf geht's. Jetzt oder nie, jetzt oder nie. Komm schon, schnell, Link, 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 Link. Oh, hier ist nichts. Sollen wir noch eine Runde warten? Nein, wir warten jetzt keine Runde. Ich möchte das jetzt bitte schaffen. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Hat super funktioniert, ich merke schon. Kann ich da vielleicht auch drauf? Das wäre so ein bisschen nett. Und dann werfen. Och nein, jetzt habe ich die kaputt gemacht. So. Komm schon, bitte. Bitte, bitte. Ach, das ist doch nicht mein Ernst. Muss ich die jetzt so hinschieben, dass der genau einen ganzen Sprung darüber machen kann, oder was? Oder einfach nah aneinander? Ich weiß es einfach nicht. I don't understand. Viel zu kompliziert, der Dungeon. Das gibt Minuspunkte. Nee, Spaß. So. Haben wir da noch einen? Nein, haben wir nicht. Und, ja. Klappt das vielleicht so? Eventuell schon? Es klappt, okay. Jetzt bräuchten wir nur Stäbe. Wenn ich jetzt wieder rausgehe, ist der Raum dann wieder resettet, nicht wahr? So, das. Du kannst mir jetzt aber nicht erzählen, dass das uns daran hindert, darüber zu kommen. Oh, bitte, Leute. Bitte, 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 bitte. Links sagt bitte. Hast du das Ding? Ja, du hast das Ding. Nimm es und. Nein! Das ist doch zum Kotzen. Okay. Ich gebe zu, den Raum hätte man vielleicht ein wenig besser und schneller machen können. Allerdings, da gibt es diese Individualitäten, die aufgetreten sind. Und diese bestimmten Umstände haben dazu geführt, dass ich es nicht so gut hinbekommen habe. Was auch sonst. So. Der hat den hier.
Und jetzt kann ich doch... Ja, gut. Jetzt warten wir eine Runde. Achtung, ich demonstriere euch jetzt, wie man wartet. Ich weiß, ich kann super warten. Und Link auch. So, ja, noch eine Runde, noch ein Rundchen. Und gleich, wenn das Wasser hochgeschossen kommt, dann nehme ich mir dieses Feuer. Okay, ich habe es mir vorher genommen. Und dann renne ich da sowas von drüber, weil es jetzt klappen muss. Es muss klappen. Ich habe das physikalisch berechnet. Und mit Hilfe meiner Jump'n'Run-Skills... Bäm! Boah, haben wir das gut gelöst, Leute. Schon wieder eine große Truhe. Oder? Ja, doch. Nee, doch nicht. Ich kann das wunderbar einschätzen, habe ich euch ja schon mal gesagt. So, jetzt haben wir hier alles. Sauber. Ja, das hier ist allerdings ein bisschen scheiße. Geht weg. So, jetzt würde mich interessieren, was wir noch so machen könnten. Mein Boot, setz die Segel. Laut Karte. Ach, genau, wir haben den Schlüssel für diesen einen Raum. Ja, dieser eine Raum. Ich hoffe, ihr wisst, welchen ich meine. Nämlich dort hinten, der vorhin verschlossen war. Ich find's ja gut, dass es... Ich mag es, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ne? Dann ist man sich hundertprozentig sicher, das hast du richtig gemacht. Das hast du richtig gemacht, Aaron. So, oh, da ist wieder der Gegner. Aber Leute, ja, ich würde sagen, diesen Raum betreten wir erstmal, den betreten wir erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat dieses Pärtchen gefallen. Wir sehen uns dann, beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.